Schanze bebte heute. Rein in die Spielfreude und Spannung pur. Super, der passt. Kalt erwischt. So kann's kommen, Otto. Freistoß, Lautern, Wohlfahrt stellt die Mauer. Halb rechts, Ratinho. Ratinho, kurzes Eck, ja. Die brasilianische Zaubermaus. Ein tolles, mitreißendes, hinreißendes Spiel. Wo ist Marschall? 80. Minute, 4:2 durch Olaf Marschall. Aus, vorbei. Und jetzt das Rückspiel. Stuttgart gegen Kaiserslautern. Bleiben Sie ran. Der Zweikampf an der Tabellenspitze. Teil 1, VfB Stuttgart gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das Hinspiel gewann die Lauterer mit 4:3 auf dem Betzenberg. Trainer haben ja ganz eigene Wege, die Spieler zu motivieren. Jogi Löw hat nach der Niederlage in Dortmund gesagt, mit der Meisterschaft haben wir nichts mehr am Hut. Für wahr, 13 Punkte Abstand, das ist auch in den Zeiten der 3-Punkte-Regelung eine Menge. Aber motiviert hat natürlich Jogi Löw auch Krasimir Balakow, sich öffentlich über seinen Vertrag zu äußern und zu beschweren, dass er womöglich den Verein verlassen will. Normalerweise sorgen solche Diskussionen hinter den Kulissen natürlich dafür, dass der Gegner gestärkt wird. Also psychologischer Vorteil für den ersten FC Kaiserslautern, wer weiß. Werner Hansch ist der Kommentator und der 70-Millionen-Mann. Lustkrise auch bei Balakow. Der hat über die Woche ein Zitat abgeliefert. Seitdem wabern die Gerüchte und die Millionen. Jetzt will er partout nichts mehr sagen. Und ich meine, erst wenn er schweigt, ist er richtig gut. Krasimir Balakow. Der VfB Stuttgart auf 2 Positionen verändert. Für Radu Čoju und Stojkovic, Frank Verlat und Jonathan Akpobori. Akpobori vorne an der Seite von Bobic. Da kommt er ins Spiel. Gegen Harry Koch. Akpobori. Bobic lauert in der Mitte. Aber Harry Koch aufmerksam. Der erste FC Kaiserslautern in unveränderter Formation gegenüber dem 3:0 Heimerfolg gegen Bochum. Balakow. Da haben wir Frank Verlat und Bobic. Schön, leicht und direkt gemacht und ein bisschen Spaß darf schon sein. Das war nach 8 Minuten. Wir werden gleich sehen, auch der Andreas Reinke im Lauterer Tor hat da seine Freude. Naja, so hart wurde er ja auch da nicht gefordert. Ratinho mit Buck auf dem rechten Flügel und Frank Verlat natürlich wieder Libero. Thomas Schneider da, leichtfertig. Probleme mit der inneren Sicherheit und Riesche. Jürgen Riesche, 8 Treffer hat er schon erzielt für den ersten FC Kaiserslautern. Noch einmal diese Szene, leichtfertig von Thomas Schneider. Aber dieser Riesche, bissig, zweikampfstark, setzt sich durch. Und schöner Reflex von Franz Wohlfahrt. Das ist Soldo. Soldo. Harry Koch. Balakow. Der hat es mit Roos zu tun. Macht eine gute Partie. Und jetzt die Qualitäten der Lauterer als Kontermannschaft. Ratinho. Buck. Erneut auf Ratinho und dann dieses Kunststückchen auf Wagner. Wohlfahrt zum zweiten Mal gefordert. Und das war schwerer als eben, denn die Sicht war ihm versperrt. Schönes Zusammenspiel. Buck, Ratinho. Gezaubert vom Brasilianer, der hier gerade seinen Vertrag verlängert hat bis 2001. Und Wagner. Schön abgewehrt von Wohlfahrt. Otto Rehagel hatte seine Mannschaft gut aufgestellt. Sie ging in die Zweikämpfe, spielte offensiv. Roos gegen Balakow, sicherlich ein entscheidendes Duell. Svoca! Und da hinten das 1:0, dachten die mitgereisten Lauterer Fans durch Andreas Buck. Zuvor aber die Reaktion von der Linie. Hier soll es abseits gewesen sein. Passives Abseits, höchstens ganz oben von Andreas Buck. Svoca stand nicht im Abseits. Meines Erachtens also eine Fehlentscheidung.
Jogi Löw, seine Taktik stand zuletzt in der Kritik. Alles auf Balakow abgestimmt mit zwei defensiven Absicherern. Lautern mit Flügelspiel. Hier, Berthold gegen Buck. Hart an der 16-Meter-Raummarkierung. Es gab keinen Pfiff, es gab auch keine Ermahnung von Schiedsrichter Albrecht. Höchstens an die Adresse von Buck, der sich für mein Verständnis zu Recht beschwerte. Thomas Berthold hat nicht den Ball gespielt. Bringt Buck zu Fall und Hermann Albrecht wäre da in die Bredouille gekommen. War es drinnen oder draußen? Ich denke mal, es hätte einen Freistoß geben müssen für den ersten FC Kaiserslautern. Schönberg hier von Bobic bedrängt. Eine Szene, die Folgen hatte. Spiel ist unterbrochen. Es gab Gelb für Freddy Bobic. Die Ursache müssen wir nachliefern. Hier kommt die Szene. Oh, wüster Einsatz. Freddy Bobic deutlich übermotiviert im Zweikampf gegen Schönberg. Völlig zu Recht diese gelbe Karte. Halbe Stunde gespielt. Reinke im Tor und da kommt sozusagen sein Erwartungsfehler. Der erste in diesem Spiel, Andreas Reinke. Junge, setz dir doch eine Mütze auf, Mensch. Die Sonne stand tief und der Ball kam aus dem Dunkel des Schattens. Aber im zweiten Nachfassen hat er ihn sicher vor Jacki. 0:0 zur Pause und jetzt Ihre Spielbewertung bitte. Och, ist die streng, die junge Dame. Ganz so schlimm war es nicht. Gut, dass es noch Stummfilm gibt. Wir beeilen uns, in die zweite Halbzeit reinzukommen, damit alle richtig wach werden. Der neue Mann bei Lautern, Djordjevic, er kam für Verlat. Und da haben wir Olaf Marschall ganz links im Bild. Er könnte noch kommen, seit 3 Tagen wieder fieberfrei. Er sitzt dem Rieche im Nacken, sozusagen. Der VfB Stuttgart muss jetzt aufdrehen. Dem hilft ja hier und heute eigentlich nur ein Sieg. Akpobori, Haber und Schneider. Auf der Linie gerettet von Axel Rus. Der Mann für alle Fälle. Er wusste schon seit einer Woche, dass er Balakow ausschalten soll und hat trotzdem gut geschlafen. Zunächst Haber und dann Reinke geschlagen auf der Linie. Steht Rose. Goldrichtig. Der Mann für alle Fälle. Sforza spielte jetzt mehr zentraler. In der ersten Halbzeit kam er mit Wagner über links. Wagner jetzt nicht mehr dabei. Otto Rehhagel hatte Angst, er hatte Gelb gesehen. Für ihn kam Reich. Ratinho auf Riesche. Da war eine gute Stunde gespielt. Sehr schön gemacht, wie er dem Ball da entgegenging, der Riesche. Leichtfertiges, überhebliches Kombinationsspiel in der Stuttgarter Abwehr. Mit Folgen, wie wir hier sehen. Ristorf! Ristorf, 16 Meter! Da fehlt ihm der Blick für den Freund nebenan. Riesche stand völlig frei, aber Ristorf will es selber machen. Eigennützig in dieser Szene. Akpobori hatte eine schwache erste Halbzeit. Balakow, der schlägt kurzer Haken und dann diese Szene. Haber auf Bobic und der Riesenreflex von Andreas Reinke. Wunderschön von Balakow gegen Roos. Haber, Bobic völlig frei und dann Reinke. 53.000. Es gab Laola im Gottlieb-Daimler-Stadion. Und die sahen, die Zuschauer, jetzt einen stürmischen VfB. Der machte jetzt Druck. Balakow kam immer besser ins Spiel. Bobic. Und dann Thomas Schneider. Auch er jetzt häufiger in der Offensive seiner Mannschaft zu finden. Schön aufgelegt von Haber. Und dann resolut. Ohne Zögern von Schneider. Wir müssen aufpassen, hatte der Präsident zuletzt gewarnt, dass wir nicht nach unten durchgereicht werden im Kampf um mindestens einen UEFA-Cup-Platz. Jogi Löw, aber seine Mannschaft kam jetzt.
dann diese Szene. Buck gegen Jakin. Buck in der Mitte, Ristov, der lässt Schneider austanzen und das 0:1 in der 81. Minute. Ich muss ehrlich sagen, in diesem Spielabschnitt wie aus heiterem Himmel. Der weite, lange Ball von Ratinho aus der eigenen Hälfte. Und dann diese Einfallspinselei von Jakin, der jetzt Libero spielte, für den ausgewechselten Verlag. Buck bleibt dran, Auge, Übersicht. Wunderschöne Aktion von Ristov gegen Schneider. Und der Rest ist Resteverwertung. Fünfter Treffer für Marian Ristov. Das 1:0. Stuttgart zunächst ein bisschen verunsichert. Das müssten die Lauterer ausnutzen. Aber sie lassen sich zurückdrängen. Sie stehen jetzt hinten drin, kommen nicht mehr raus. Cutlets, schlechte Abwehr. Und dann Bobic. Wieder dieser Reinke. Es macht sich einfach bezahlt, dass Otto Rehhagel festhielt. Wunderschön von Bobic und dann Schneider aus der Drehung, halb im Fallen. Riesenparade erneut von Andreas Reinke. Immer wieder die Stuttgarter. Balakow. Oh, herrlich auf Thomas Schneider. Aber der hat keinen Linken. Der hat keinen Linken. Reinke in aller Ruhe mit viel Übersicht. Macht das kurze Eck zu. Wartet lange. Und reagiert goldrichtig. Andreas Reinke, heute Nachmittag eine glänzende Schlussleuchte beim 1. FC Kaiserslautern. Wieder eine Chance für Freddy Bobic. Eigentlich völlig richtig gemacht, wie aus dem Lehrbuch, direkt angenommen. Tja, ein bisschen plappern gehört zum Handwerk. Der so geschätzte Kammerton von Otto Rehhagel. Vorsicht, Otto, die teure Rolex. Es ging weiter und hier war noch längst nichts im Kasten. Stuttgart kommt, Akpobori. Glück für die Lauterer. Das Glück des Tüchtigen muss man freilich sagen, in Person von Andreas Reinke. An den Pfosten. Und dann noch einmal, Freddy Bobic. Frust im Blick und die Seuche am Schuh, es wollte nicht klappen. Diesmal allerdings war es harmlos für Reinke, er stand in der Mitte. Es blieb, liebe Zuschauer, am Ende beim 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Ja, woanders tragen sie Scheuklappen in solchen Momenten. Balakow natürlich enttäuscht. Starke zweite Halbzeit der Stuttgarter. Sie kamen zu spät und sie hatten kein Glück. Und Otto Rehhagel wusste genau, bei wem er sich zu bedanken hatte. Reinke hatte den Erfolg am Ende festgehalten. Jetzt gehen wir mit der Kamera ins Unterholz. Ecki Klein und Michael Schulz. Und ich glaube, dass hier im Gottlieb-Daimler-Stadion keine Mannschaft schon so gut gespielt hat, wie wir in der ersten Halbzeit. Und da hätten wir eigentlich führen müssen. Dass wir am Schluss natürlich nicht mal den Ausgleich bekommen, da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt und einen guten Torhüter. Man hat heute gesehen, dass wir das System spielen, was wir schon immer spielen. Und uns fehlt eben das quetsche Glück im Endeffekt, weil wenn man natürlich keine Tore macht, aus solchen hochkarätigen Chancen, kann man auch kein Spiel gewinnen. Wir wissen nur eins, wir müssen Punkte sammeln für den UEFA Cup und der Kampf beginnt jetzt sofort. Den Vertrag gibt es 2002. Werden Sie auch in der nächsten Saison noch beim VfB spielen? Warum fragen Sie mich dann? Weil sich das alle fragen, weil die Stuttgarter gerne den Balakow hier behalten würden. Was sagen die denen? Ich habe gesagt, haben wir jetzt zwei wichtige Spiele und dann können Sie mich fragen, aber jetzt nicht mehr. Dieser freundliche junge Mann hätte heute bestimmt alle unsere Fragen beantwortet. Leider wollten wir nichts von ihm wissen.